Es fällt mir schwer, das zu sagen, obwohl ich wusste, dass der Moment irgendwann kommen wird. Aber das war's. Leute, das war's. Das waren 100 Vlogs. 100! Und deshalb ist dieser Vlog ein ganz besonderer. Gefüllt mit dummen Ideen, spannenden Erlebnissen, einer kleinen WG-Tour und der ein oder anderen Überraschung. Für Vlog Nummer 100 habe ich meine Assistentin Victoria losgeschickt, um Kakteen zu besorgen. Denn ich hatte da eine spezielle Idee für diese kleinen grünen Kreaturen. Leon, so, warum sind die Küchenmesser so stumpf? Das ist der offizielle Kaktusweg. Stell dir vor, du gehst durch die Schnur, dann wickelt er sich um dich rum und er hört nicht auf zu stechen. Und dann werden die anderen auch aggressiv und attackieren. Was ist jetzt da der Plan genau? Melanchi kriegt ein Outfit aus Luftballons und eine Augenklappe und geht dann durch und sie muss es schaffen ans andere Ende, ohne zu schreien. Warum zitterst du? Willst du es auch probieren? Ich mach das nicht. Cut. Cut. Nein, mach's wirklich nicht. Ready? Warum mache ich das nochmal? Ich hab doch die Säge wenigstens was dabei. Nein, natürlich nicht. Rechts, ich mach nochmal. Warum erschrecke ich mich nicht? Wieso schreien wir, wo wir das eigentlich erwarten? Du hast es geschafft! Ich hab Stacheln im Rücken. Zeig mal. Jetzt schon ganz viele wie so ein Stachelschwein. Great job. You did great. Achso, das ist die Serviette. Ich dachte mir, das ist Blut. Was? Oh mein Gott. Das Ding ist, Lisa wusste ja, was passiert. Aber Melanchi weiß ja gar nichts. Melanchi sieht aus wie ein Astronaut. Als würde sie gleich zum Mars fliegen. Ich wollte auch nichts Peinliches machen mehr in den Vlogs. Ich wollte so ein bisschen einfach die Hübsche sein, weißt du? Ja. Ja, gelungen. Gelungen, ja. Hi Melanchi. Okay. Lisa Basi. Weißt du, wie sie ausschaut? Nein, sie weiß gar nicht. Wieso lachst du so? Ich liebe es so sehr, Melanie so zu sehen. Das wird so gut. Oh, Leute, ich hab nur Angst gerade. Du brauchst keine Angst haben. Mike, es ist nichts, wo ich erschreckt werde. Oder? Nein. What the fuck, was kann das sein? Ja, das kann man sich ja nicht ausdenken. Nein, ich hab richtig Angst, Mike, ich trau mich nicht. Es passiert nichts am Boden. Sondern? Zu Hause bleiben sollen. Das ist. Boah, warum riecht es hier so eklig? Der riecht nur nach Alkohol das gerade. Ja. Ich weiß nicht, woran das liegt. Willst du dich sehen? Ja. Mike, das kannst du nicht posten. Das kannst du nicht posten. Ja, der Helm. Oh mein Gott, ich sag dich, deine Hand ist mitgegangen. Oh mein Gott. Das ist irgendwie so, als wäre das so eine wilde Partynacht. Stimmt, das sieht nach wilder Party aus. Au! Hast du dich jetzt? Du machst aber schon wieder weg, oder? Wieso, ist doch schön. Ja, an den Decken und Wänden der Vlog-Hütte gibt es mittlerweile schon so einige schöne Erinnerungen. Und heute haben wir von Melanchi noch ein Erinnerungsstück bekommen. Das ist von mir. Nein, das ist nicht. Das hat mir die Zuschauerin geschenkt. Oh. Wieso sieht Niklitsche aus wie ein Orangutan? Allgemein die Hautfarbe. Kann ja, man nichts drüber schreiben. Ja, aber man erkennt alle. Ja. Oprah, Michelle Obama. Bist du sad, dass die Vlogs jetzt vorbei sind? Vorbei? Ja, halt die 100 Vlogs. Boah, Junge, nein! Wunderschön. Wow. Es passt ja auch perfekt dorthin. Da muss WG-mäßig drüber abgestimmt werden. Ich bin dagegen und Hanna auch. Melanchi hat 3 Stimmen. Melanchi hat gar keine Stimme. Melanchi hat eine Stimme und zwar die Engelsstimme. Los, Melanchi. Ja, das. Hallo, willkommen zur offiziellen Vlog-Hütten-Tour. Fangen wir an beim Gästezimmer. Das ist das unspektakulärste. Aber Mike, was ist mit dem Bild passiert? Ja, stimmt. Da fehlt ja ein Bild, muss man sagen. Hier sind zwar sehr schöne Bilder, aber eins haben Sköter und Wilhelm letztens verlost. Und jetzt kommt die Einblendung. Hello, hello! Sköter und Wilhelm! Are back again! We are surprising a fan today of Sköter und Wilhelm. We are surprising one of y'all. No, one of y'all is our cousin. Oh, yes. Yes. Hello. Hello. Freut mich. Hello. Das ist meine Crew. Oh, hallo Crew. Erschreck dich nicht, aber ich rede eigentlich anders. Nein. Oh mein Gott, warte. Das ist Mike Wallace.
Also, shut the fuck up, Wilhelm. Ich muss der Husten, Entschuldigung. Was war dein Lieblingsvlog bis jetzt? Oder irgendeine Szene, an die du dich erinnern kannst? Von Valenci's. I just wanna be okay. Ja. I just, wir blenden das jetzt ein. Warum wartest du? Du kannst gar nicht. Ja, stimmt. I just wanna be okay. Es kommt näher, Mike. Es kommt näher. I just wanna be okay. Wenn mich jemand fragt, warum ich irgendwann Alkoholiker geworden bin, dass du dich ausrufst. We have a surprise for you. Yes. Don't throw it away. I will not. She will. Mia's Dad reagiert jetzt noch auf das Bild. Ich habe ein wunderschönes Bild bekommen. Sprachlos. Ja. Ach so. Ah, das ist schon die Kunst. Ah. Die andere Seite war schöner. Die andere Seite war schöner. Was eine Vlog-Tour. Also ja. Eigentlich ist das wichtigste Bild noch hier. Hast du mich nicht damit erschrocken? Mit dem Bild. Ah ja, stimmt! Wo Leon aus der Ecke von ja. kam, wo er gefurzt hat davor. Tanja kommt gleich vorbei und ich glaube, sie wird uns pranken, also pranken wir sie zurück. Aber sie dich fast gar nicht, Leon. Warum will ich sowas von? Wenn jemand fragt, was macht dein Manager so? Ja, setzt sich einfach hin, es stinkt jetzt ein Problem. Codewort ist Mausi. Was ist dein Codewort? Peter. Peter, okay. Hello. Hello, mal gut. Thank you. Mausi. Boah, ich muss was zeigen, was mir Valenci geschenkt hat. Was siehst du da? Peter. Ist das der Leon? Leon, erzähl mal, was ist im Badezimmer alles schon passiert? Keine Ahnung, Marlene geht mir auf den Sack. Marlene geht mir auf den Sack. Ich bin im Badezimmer, Marlene kommt rein, geht mir auf den Sack. Ich gesagt habe, soll obwohl ich nichts damit zu tun hatte. Ich war nur anwesend. Schau, das ist ein Plumbing-Effekt. Ja, Plumbing-Effekt. Ich hoffe, dein Schwanz brennt danach. Weil ich damit abdrücke. Warum denn ich? Also ich hab damit gar nichts zu tun, ich bin nur Zuschauer. Das war so funny. Bist du besoffen? Ich fühle mich gerade wie bei so einer behinderten Führung, wo man die ganze Zeit warten muss, weil die Ladestehen was vor allem nicht mehr laufen. Direkt oberhalb der Treppe ist Hannas Zimmer, das Bett, Hannas Cuttinghöhle. Oh mein Gott! Und die Kadetten 912. Die Kadetten 912, ich liebe diesen Vlog. Das ist die Kadetten. Was? Das ist die Kadetten 912. Warum hast du dich für die entschieden? Weil sie pink ist. Das ist sehr sexistisch. Schau dich an! What the fuck? Ist das Adi und dein Fetisch, den er auslebt? Nein. Ist er aus einer Kuh verkleidet? Das ist der beste Vlog mit. Kadetten 912 war richtig lustig. Ja. Danke. Aber weißt du, was lustig wäre, wenn wir einen Podcast machen würden? Nur so 2 Minuten. Ja. Einfach so ganz. Hast du gerade Fotos mit mir? Selfies mit mir gemacht, während ich hingeguckt habe. Entschuldigung, wir haben hier einen professionellen Dreh. Wir haben hier einen professionellen Dreh. Was ist das cool da? Was denn? Wenn wir jetzt einfach so ein kurzes Podcast-Segment einbauen würden. Ja. Das machen wir. Cut. Ja, wir machen Cut. 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 Wow, wir sind jetzt in einem Podcast-Segment. Wow. Wow, wer hätte das gedacht? I love it. Können wir kurz darüber reden, wie professionell das Setup aussieht? Oh mein Gott, kannst du ein Video einblenden? Ich mache jetzt ein Video und... Ja, ich hab's dort. Ah ja, das sieht was. Wir sind einfach ProSieben. Ja. Kannst du dich noch erinnern, als wir uns kennengelernt haben, der erste Tag, an dem wir gefilmt haben? Ich kann dir erzählen, wie es von meiner Seite aus war. Mhm. Ich war bei meiner besten Freundin und dann hast du mir geschrieben, ich soll vorbeikommen, so zum Drehen. Und ich hab so Angst gehabt. Warum? Weil... Du hast davor Malenci und Andy's World mit irgendwas überrascht. Das war, warum liege ich im Kloboden. Bin ich? Oh Gott. Wie süß. Aber warum liege ich im Kloboden? Damit das Ding nicht davonläuft. Da habe ich mir gedacht, egal, ist ein Abenteuer. Und dann bin ich zu dir gefahren und das war sehr lustig. Der einzige Weg, die Angst zu besiegen, ist durch die Angst hindurch. Da bin ich das erste Mal vor deiner Kamera gestanden. Was? Okay, alles gut. Eben Angst vor Kameras. Angst vor Kameras? Mhm. Mein komplettes Leben hat sich verändert, als wir uns kennengelernt haben. Da habe ich noch einen Job gehabt. Da habe ich in einem Fitnessstudio gearbeitet und war nur mitten in einer... Job? Ja, jetzt bin ich... Reich. Hast du einen absoluten Lieblingsvlog? Ja, da bist du Hauptrolle. Weißt du, was ich meine? Wo? Dr. Sarai. Dr. Sarai. Willkommen bei der Praxis Dr. Sarai. Grüß Gott, Herr Andreas. Kennen Sie sich einmal freiwochen? Ich bin hier wegen einem gebrochenen Zeh. Ich bin da die Ärztin. Ich hab das schon... Weiter.
Das ist insane, das ist einmal vorkommen. Ja. Und ich werde so oft drauf angesprochen. Ja, Dr. Sorry ist huge. Das muss wieder mal kommen. Also genau, Body Shape. Sie ist huge in Social Media. Ja. Yeah. Und in der Ärzte-Community. Sehr, sehr beliebt. Weinst du beim Duschen? Nein, du? Nein. Duschst du beim Weinen? Manchmal. Ach, war das lustig. Hier kommen wir auch schon zum nächsten Bild. Und zwar das Bild von Leon mit meinem persönlichen Haaren. Welche es sind, wissen wir bis heute nicht. Deshalb kommen wir gleich zum nächsten Zimmer. Nee, da kommt kein Cut. Ach so. Mach einfach Schnieschner Schnappi Musik drunter und mach das in so einem Loop. Schnieschner Schnappi, 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 Schnapp. Das ist das Mädelsbad. Keine Ahnung, warum ich das jetzt zeigen muss. Hier sind Mädelssachen und ein Handtuch. Sophie hat das größte Zimmer. Hier hat Anna früher gewohnt. Ab in mein Zimmer. Das ist nichts Besonderes. Ja. Außer Entschuldigung. Show? Hallo? Ja, Malenchu ist wichtig. Malenchu das war bei nie in den Vlogs, oder? Doch, nein. Sicher, oder? Nee. Das war ein Insider bei uns. Malenchu ist unser Hausgeist. Mhm. Den habe ich festgehalten. Gibt's auch als Cowboy Edition. Das ist mein Wal. Den kann man aufmachen und dann kann man hier Sachen verstecken. Und das ist der Grund, warum keine Ladies kommen. Entschuldigung. Und als nächstes geht es auf die Dachterrasse. Das klang wie ein TikTok von ihr. Das ist das erste Bild, was in unserer WG entstanden ist. Da gibt es einmal Hannah, die kotzt, weil sie zu betrunken ist. Ich, der auf Hannah aufpasst, weil sie kotzt, weil sie zu betrunken ist. Und wir sitzen alle auf dem Kloboden. Yay! Das ist, wo ich einen unglaublichen Stunt gemacht habe, wo ich ein Glas geflippt habe, ein Weinglas. Du hast es einfach nur kaputt gemacht, das ist kein Stunt. Oh! Das sind Fußabdrücke. Wo? Leute, das sind Fußabdrücke. What the fuck? Das bist genau du, Leon. Hier steht Leon immer für 5 Minuten und schaut sich die Gegend an. Hier ist die Küche, der Get-Together-Ort. Wo es immer nach Müll stinkt. Was ist das für ein Vlog? Ich ja, kann nicht. Ich weiß auch nicht. Das ist ja nicht der normale Style, aber wie wäre es, wenn Mike dafür einfach zeigt, wo der Hammer hängt? Hier in Malenchis Schlafplatz. Ja, Malenchi pennt hier immer. Wir haben zwar ein Gästezimmer, aber ich schlafe trotzdem immer hier, weil hier ist viel bequemer. Und sie hat eigentlich auch eine Wohnung, aber sie schläft immer hier. Bei Cesio. Ja. Sie liebt Cesio. Ich liebe Cesio. Das hier ist Cesio. Ich bin Cesio. Cesio, was magst du an Mike am liebsten? Cesio mag gar nichts an Mike. Cesio findet euch alles scheiße. Cesio sagt, fick dich, Hanna. Okay. Pass besser auf, mit wem du hier sprichst. Ich bin Cesio. Ja, ja, jetzt fang nicht an zu heulen, du kleine Muschi. Cesio war so süß immer, weil Leon gehasst hat. Nee, er hat alle anderen gehasst. Echt? Du glaubst es Cesio? Ich war Cesio. What the fuck? Ich weiß, du hast es vielleicht nicht gecheckt, aber die Stimme von Cesio, das war gar nicht Cesio selber. Ich stelle mir vor, wie sie jeden Abend hier liegt so, Cesio, warum redest du eigentlich nicht mehr mit mir? Das ist wie das erste Interview, was ihr damals gemacht habt, wo ihr euch kennengelernt habt. Stimmt, aber die beiden sind hier gesessen. Ah, wie romantisch. Ja, unser Langkommen. Hier in der Ecke ist unser Podcast-Equipment, das schieben wir dann immer hier in die Mitte und nehmen auf. Und an der Stelle leiten wir auch über zum nächsten Podcast-Segment mit Leon und Malenchi. Willst du so ein Intro machen zum Podcast-Segment? Um du willst doch Moderatorin werden. Über was geht's denn beim Podcast jetzt eigentlich? Podcast. Du kannst irgendwie so, wow, der 100. Vlog. Wow. Kannst du das irgendwann machen? Solltest du in deinem Leben aus irgendeinem Grund nochmal was mit einem Typen haben oder so? Und wenn der seine Hose runterzieht, sag genau so. Wow. Ich finde, du solltest Leon mal ein komplettes Makeover geben. So ein Malenchi-Makeover. Auf keinen Fall. Von Kopf bis Fuß. Nein. Ja. Fingernägel, Haare. Make-up. Nein. Bart. Nein. Bart? Ein Bart. Ein Bart? Ich stutze ihm den ein bisschen. Ach, der ja. Bart. Ich dachte, Bart. So richtig so, jetzt baden wir ihn erstmal. Du solltest Leon mal baden. Oh mein Gott. Nächster Vlog. Du badest mit Leon. Mit so einem Schwamm. Gleich kommt noch was richtig Cooles, aber das war's erstmal für die Vlog-Hütten-Tour. Ist das eigentlich noch weg? Nee, das brauche ich noch. Wofür? Was wichtig ist. Daniel, so kommst du öfters hier, ja? Das ist, wenn das reißt und das bei den beiden nicht. Und dann kippt er so nach. Es sieht aus, als hätten wir dich an der Rakete außen dran geklebt. Glaubt ihr, steigt die Versicherung da aus, wenn sie das Video sehen? Hallo. Hallo. Ja. Bist du überrascht? Von meinem Rucksack, ja. Der kam einfach so voll dran. Von da. Ich glaube, er meint das Tape. Ach so. 3, 2, 1. Oh, ja! Wackel mal so ein bisschen mit den Füßen. Seitdem die Vlogs angefangen haben, nervt mich Malenchi mit einer Sache. Und es ist egal, mit was ich sie überrasche, wo und wie und wann. Sie fragt immer das Gleiche. Gib mir Bungee Jumpen. Gib mir Bungee Jumpen. Gib mir Bungee Jumpen. Nein. Mann! Jetzt ist Vlog 100. Wenn wir es jetzt nicht durchziehen, wann dann? Also haben wir ein Spiel gespielt, was wir schon lange nicht mehr gespielt haben. Oh, roll ist rein!
Wo bist du reingerollt? Klopapier. Wir spielen heute wieder eine Runde. Wo roll ich rein? Nein. Ja. Nein. Nein. Mike, ich mach das nicht. What the fuck? Ich und du bist. Ich hab nicht meinen Helm auf. Ist dir da eigentlich im Bewussten, dass hier gerade gleich passieren kann? Ja, klar. Wo roll ich rein? Weißt du, wo wir reingerollt sind? Nein. In die Slowakei. Wir gehen nämlich heute Bungee-Jumpen. Nein. Ja. Nein, ist ehrlich. Der Tag der Tage. Nein, ist ehrlich? Ja. Aber du machst mit, oder? Natürlich nicht. Natürlich doch. Weißt du, wie gefährlich das in der Slowakei ist? Ich glaube, ich sehe schon, wo du springen wirst. Oh mein Gott. Ich glaube. Spinnst du? Das ist ja, also wie... Hoch. Ja, und dünn. Ja, dass der abbricht, ist wohl das wenigste Übel. Imagine, das ist der Grund. Fuck. Schau mal, wo wir sind. Je näher wir gekommen sind, desto mehr hat es irgendwie ausgesehen wie nach einer Zombie-Apokalypse. Du meintest, hier gibt es Sicherheitsbestimmungen. Das sieht so nicht legal aus. Was sind das für Gebäude hier alles? Wie es, wenn hier Obdachlose leben. Oh mein Gott, der Stuhl. Willst du nochmal I Just Wanna Be Okay singen? Nee. Ein letztes Mal? Nee. I just wanna be okay today. Das war's jetzt. 100 My Greatest Vlogs und mein Angels Leben. Das ist die Ausbildungsstätte für die Bungee-Trainer. Ich kann nicht. Da ist noch eine Couch, falls du wieder singen möchtest. Nee, das war's jetzt. Okay. I just wanna be okay. Guck, das ist der Check-In-Bereich. Das ist der Check-In-Bereich. Das kannst du nicht ausbilden. Ich würde es gar nicht disrespectful sein, aber das ist doch nicht safe. Bungee-Jumpen ist halt das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Ich habe Höhenangst. Ich fliege ungern mit normalen Flugzeugen. Ich werde nie in meinem Leben Bungee jumpen, ich werde nie in meinem Leben Fallschirm springen. Aber was ich tun kann, ist Malenji beim Bungee jumpen vloggen. Nur gibt's da ein Problem. Um ihren Sprung von oben zu filmen, muss auch jemand mit rauf. Ich muss mit rauf. Can I go up here, up there with her to film? You can, but the only way down is to jump or climb down the ladder. Yeah. Wenn man raufkommt, gibt's zwei Wege wieder runter. Das Bungee-Seil oder die Leiter. Er hat gesagt, die Leiter ist so viel gruseliger, dass er 1000 Mal springen würde, bevor er einmal die Leiter runterklettert. Yeah. It's easier to jump than the ladder. No, I won't jump. Ein Seil entscheidet, ob du stirbst oder lebst. Natürlich nehme ich die Leiter. Das ist die Leiter, die ich runterklettern muss. Und er meinte, es ist 20 Mal so scary, runterzuklettern, als zu springen. Er ist einmal die Leiter gegangen und seitdem springt er nur noch, weil keiner die Leiter runtergeht. Weil es für Vollidioten ist, hat er gesagt. You have to use your muscles down there. Oh, true. It's still 100 yeah, meters. It's 100, it's a long way down. Das war halt erst real, ab dem Zeitpunkt, wo ich wirklich auf dem Weg nach oben war. Das sind die Seile von 1910, die haben sie noch dran. Alles davor hat sich angefühlt, ja, passiert halt vielleicht, oder Spaß. Aber es wurde richtig real, als ich auf diesem Ding saß. Fuck. Ich weiß nicht, ob das schlau ist. Ist es nicht. Dann bin ich auch mit dem Lastenaufzug nach oben gefahren. Und das war schon eine Challenge. Und dann stehe ich da oben auf dieser Plattform, die so dick war. Es ist gar nicht mehr so schlimm, die Aussicht ist pretty. Das war nicht nur, dass du hier bist. Meine Hände haben so geschwitzt, ich konnte die Kamera nicht richtig halten. Ich habe die Kamera, ist mir immer so runtergerutscht. Oh, ich fucking shit. Ich bin so fucking scared. Ich habe so abwechseln müssen, um mich so den Schweiß abzuwischen. Das Problem war mit den Händen, ich konnte mich nicht festhalten. Dann hatte ich einen Trick. Ich hatte einen Trick. Mike, hier ist die Wand. Mike schaut die ganze Zeit. Ich dachte mir, wenn ich den Kopf gegen die Wand lehne, dann sehe ich erstens nichts und ich merke, dass ich nicht nach hinten fallen kann, weil ich ja die Wand berühre. What is your name? Mark. Hi Mike. We're here with Mike today. Warum flirtest du jetzt noch mal mit ihm? Spring einfach. Dann stand ich auf dieser Plattform, alles schaltet aus. Und ich weiß, die 20 Sekunden vorm Sprung, bis ich wieder unten war, weiß ich nichts mehr. Ich weiß im Moment nicht mehr, wo ich meine Füße übereinander gestellt habe. Das war nicht ich. Ich weiß nicht, wer es war. Ich weiß nicht, welche Impulse in meinem Körper. Ich weiß nicht. An einer Stelle hat sich die Mut ganz schnell geändert. Und zwar, wo er gesagt hat, sag mir, wenn du bereit bist, dann zähle ich runter und dann springst du. 3, 2, 1, jump! Jetzt muss ich irgendwie runter. Ich liebe mein Leben. Ich hasse mein Leben. Ich liebe dich, Mike. Danke, dass du mich so wirklich hast. Okay, I love you. What the fuck?
Is he going down the ladder or is he jumping? I hope he's going like jump. He's jumping, but I don't think he's doing that. He's like so scared. The ladder is worse. So much worse. Da hat er so ein Metallding aufgemacht, so ein Loch. Da war dann die Treppe, 150 Meter bis zum Boden, vom Ersten Weltkrieg die noch. Die Treppe hört sich einfach so normal an. Nein, die Leiter. Die Leiter. Vor allem höre ich über mir so, wie er das Ding wieder zuschmeißt. Und das heißt, oben geht es nicht mehr rauf, weil er ist weggegangen. Und unten war halt einfach der Tod. Boah, ist ja dumm. Das wird 100 Jahre dauern. Und dann bin ich Stück für Stück diese Treppe runtergegangen. Ich schwitze jetzt schon wieder, wenn ich dran denke. Das schaut so mini aus. Findest du, habe ich ausgesehen mit Helm? Boah, Mike sah so scheiße aus. Es ist schon echt anstrengend. Und jetzt geht's von großen Höhen ab in tiefe Tiefen mit Cherry in die Unterwelt. Eng, feucht und dreckig. Da müssen wir rein? Nein. Das ist schon sehr eng. Feucht und dreckig. Du machst es toll. Wie Tina einfach komplett chill vorbeigeht. Ich hab Loch. Du hast Loch? Nein. Beschreib mir deine Gefühle gerade. Ein bisschen so laut denken. Hack! Malenchi, hör auf, die Spinnen zu nerven. Malenchi, nein. What the fuck, Cherry? Du machst das toll, Lisa. Wie fühlst du dich? Scheiße, und jetzt geh! Okay. What the fuck? Das, was ihr da hört, das ist Kacke. Nein. Das ist vorbeiflitzende Kacke. Die Duftnote ist leicht herb, süßlich im Abgang. Süßlich im Abgang. Was ist schlimmer, Bungee Jump oder das? Das. What the fuck? Das riecht so nach Scheiße. Ich meine, Überraschung, es ist Scheiße. Ich wollte eigentlich an der Stelle irgendwas Sentimentales sagen, von wegen, wie sich mein Leben geändert hat seit den Vlogs, aber das fällt mir gerade echt schwer. Ich versuch's trotzdem. Okay, die Kanalisation ist vielleicht nicht der beste Ort für einen sentimentalen Monolog, aber ich muss sagen, seitdem ich zu vloggen begonnen habe, hat sich mein Leben komplett verändert. Ich erlebe täglich Dinge, die ich mir nie erträumt hätte und auch wenn man mal einen schlechten Tag hat, mit den richtigen Leuten schafft man es durch jede Scheiße. Ah ja, und wenn sie nicht gestorben sind, dann vloggen sie noch heute. Mike, wir müssen mal reden. Deine Vlogs sind einfach unwirtschaftlich. Pass auf, das ist, was wir mit deinen Vlogs verdienen. Okay? Ja. Ein Manager verdient prozentuale Anteile. Unabhängig meiner prozentualen Anteile, selbst wenn ich, sagen wir mal, 50% bekommen würde, 50% von 0 ist immer noch 0. Ja, du kriegst auch keine 50%. Aber ich krieg auch keine. Ist eigentlich egal, was ich kriege. Wenn jeder, der die ersten 100 Vlogs enjoyed hat, das an weitere Personen schickt, die Vlogs dann enjoyen Jelle, können. Stopp, du weißt schon, dass das ein Pyramidensystem ist. Wir fliegen nach Ägypten. Nein. I've been feeling it since 1966. Now I had your feeling.